Hallöchen Leute, willkommen zurück zu Resident Evil 4 Remake im Separate Ways DLC. Uns fehlt noch eine Komponente für die Medikamente. Okay, Luis, that's two. Last one should be in a room accessible from the castle wall. You bring them all to the top of the wall, and I'll have your Amber. Oh. And here's some more info I recovered about that old rock. Sending it now. Der Bernstein-Forschungsbericht 1. Die Tests dauern noch an, aber es ist bereits zu erkennen, dass das Testobjekt großes Potenzial besitzt. Zusammenfassung unserer bisherigen Erkenntnisse. Erstens, selbst in seinem derzeit scheintoten Zustand hat es einen Einfluss auf andere Parasiten. Zweitens, er scheint das gleiche Organ wie die dominante Spezies zu besitzen und verfügt daher vermutlich über die gleiche Kontrollgewalt. Drittens, wir haben noch keine Methode gefunden, es zu reanimieren. Darüber hinaus haben wir nach dem tödlichen Unfall von neulich beschlossen, weitere Sicherheitsvorkehrungen vorzunehmen und haben den Bernstein in einen bruchsicheren Behälter versiegelt. Dies ist auch der Grund, warum ich das Bernsteinlabor in die neue Funkzentrale verlegen werde. Der Abschied von Don Quixote steht bevor. Es ist Luis, dem wir diese Erkenntnis zu verdanken haben, aber Sadler vertraut ihm nicht. Ich hoffe nur, er kann den Mund halten. Leitende Forscherin Annabelle. Die sagt mir sogar irgendwas. Hatten wir die nicht irgendwie auch im Hauptspiel, sondern so eine Notiz? Ja, jetzt halt die Frage, müssen wir jetzt hier lang? Och nee, das ist das blöde Labyrinth. Wahrscheinlich müssen wir hier lang. Couldn't just let me through, could you? Boah, Alter! Das war keine gute Idee. Weg hier. Das sind die One-Hit-Dinger. Bloß weg von denen. Hey, nee, oder? Okay, nee, ist auch okay. Ich dachte, ich wäre jetzt wieder zu den scheiß Dingern gegangen. Oh, da war ein blaues Medaillon, verdammt. Ich habe jetzt gerade echt keine Zeit dafür. Warte, da komme ich doch gerade, da bin ich gerade rüber gejumpt, da wollte ich jetzt nicht nochmal hin. Ja, schön. Lass mich weiter, bitte. Ja, ist hier in der Nähe.
Oh ja, die sind da jetzt gelaufen. Ja, vor allem, wo lang ist der gelaufen? Ach, da unten ist der. Ey! What the fuck, Alter? Ich hab einfach schon erwartet. Ja, scheiße, Mann. Und jetzt irgendwie zurück. Na, war ja klar. Lauf, lauf, lauf! Da komme ich doch safe irgendwie hoch, oder? Ja, Gott sei Dank. Alter! Das Spiel macht mich echt gerade am Arsch, ne? Also es ist halt sehr intens. Also jede Folge bisher in diesem DLC waren so intens. Ach, der eine wieder. Ach nö, warum denn? Muss doch nicht sein. Beim letzten Mal hat er mich fast getötet. Creating quite the commotion. Everything will work out just fine. As long as you can keep your dog under control. He's a good boy. Predictable. Fine. Keep your mutt. But don't come crying to me if you get bit. Leon, changed your mind yet? Yeah. Assuming you haven't, I've got a tip for you. Seems like something big is about to go down in the throne room. Babysitting's tough, huh? Ja, zum Glück müssen wir uns darum nicht kümmern jetzt hier in dem DLC. This must be the collection room. Ich sehe das Aufzeichnung, April, 9 Jahre nach meinem Erwachen. Ich habe ein handschriftliches Gesuch von Mendes erhalten. Er bittet mich darum, dem Diener zu vergeben, der so töricht davonlief. Aber er versteht nicht. Es geht bei dieser Sache nicht um Vergebung, es geht um mein Vorhaben.
welches zahllose Opfer vonnöten sind. Es ist eine Ehre für all jene, die im Hoheitsgebiet unseres Herrn Ramon leben. Außerdem ist es schlicht unmöglich, dieses Ding jetzt aus seinem Körper zu entfernen. Sie initiiert ihren Opfern einen Teil von sich selbst, manipuliert damit ihr Bewusstsein und sperrt sie in einen Albtraum. Die wird es in ihrem Willen unterworfen, egal wie sehr sie versuchen, ihr zu entkommen. Die einzige Methode, den Qualen ein Ende zu bereiten, ist, sie zu töten. Denn mit ihr stirbt auch das fremde Wesen im Körper des Wirts. Warum ist offensichtlich? Dieses Wesen ist aus spezialisierten Zellen aufgebaut, die alleine nicht lebensfähig sind. Und dennoch scheint niemand stark genug, meine treue Gefährtin, meine Passanta, zu besiegen. Blue Butterfly. Ja, und ein Code. Nur sieht eines Präparators, der Kurator dieser Sammlung ist ein furchtbarer Vorgesetzter. Er überlässt die ganze Sezierarbeit mir. Selbst wenn er sich mal hier blicken lässt, glotzt er bloß seine drei Lieblingsstücke in der immer gleichen Reihenfolge an. Und sie sind nicht mal besonders. Ich weiß nicht, was er in diesen drei Präparaten findet. Für mich sind sie jedenfalls völlig banal und nichts im Vergleich zum blauen Schmetterling, unserem mit Abstand wertvollsten Präparat. Wäre er ein guter Forscher, wüsste er das auch. Interesting. Seine drei Lieblingsstücke. Eine Eidechse, denke ich mal. Ein Käfer. Und die Ziege, okay. Naja, gut halt in welcher Reihenfolge jetzt. So, der Käfer auf jeden Fall. Die Echse und der Kopf. Okay, auf jeden Fall nicht in der Reihenfolge. Was mache ich denn für einen Scheiß jetzt? Okay, warte, es muss doch irgendwie hier einen Hinweis geben. Also, okay, als erstes läuft er zum Käfer. Danach. Ja, okay, der Käfer kommt auf jeden Fall als erstes. Ah, naja, dann. Na dann. So that's the amber. That looks like something Wesker would want. This will knock out the parasite, but only for a time. You ready?
salud. Just remember, it's not a cure. We still need to find a way to get that thing out of you. By now. Take the ember and go. Once the parasite is sedated, you can give me back that damn stone. I can't leave you here. Not like this. Spare me. I'll be fine. You got another promise to keep. All right. But you come find me as soon as you're done here. Ja, da haben wir wieder unseren Stalker auf jeden Fall. Und es ist dann auch Kapitel 5 jetzt schon. Aber es ist auf jeden Fall viel länger als im Original, also wirklich viel länger. Für die, wo das Original Let's Play noch kennen, habe ich auch Separate Ways Let's Played. Luis has the ember. I need to reach him. Naja, aber schlussendlich hat sie ja dann noch Wesker den Stein ja gar nicht gegeben, hat man auch am Ende gesehen. Weil sie ja dann doch auch herausgefunden hat, was er ja damit vorhat. Luis's footprints must have gone this way. Coding in der Arbeit, los des Seiten. Dezember, 8 Jahre nach meinem Erwachen. Die Fortschritte bei meinen Bestrebungen, Mensch mit Insekt zu vereinen, sind ins Stocken geraten. Ich vermochte es bisher nicht, eine stabile Kreuzung zu erzielen, und meine Geduld neigt sich dem Ende. Die Haushälterin hat viel erlitten, und ich muss gestehen, dass mir bei ihrem qualvollen Geschrei jedes Mal Schauer über den Rücken laufen. Werde ich jemals Perfektion erreichen? Ich habe die Wahl. Ich kann an meiner bisherigen Methode festhalten, nichts verändern und stattdessen meine Suche nach geeignetem Insektengewebe ausweiten. Oder ich kann einen dritten, völlig anderen Organismus mit in die Gleichung aufnehmen. Wenn auch dies verwerflich und unmoralisch wäre. Letzteres würde im schlimmsten Fall in einem Misserfolg enden. Gleichzeitig glaube ich, dass ich mit meiner derzeitigen Herangehensweise auf ewigem Stillstand verharren werde. Die Haushälterin wird daran zerbrechen, wenn es so weitergeht wie bisher. Ich muss eine Entscheidung treffen. Sein treuer Dienster Isidro Uria, den Namen spreche ich nicht aus. Der Name ist mir zu lang.
Ah. Okay, ja, jetzt kann ich den hier wieder aktivieren. Henny, warte mal. Nee, das geht nicht. Wieso geht das jetzt nicht? Naja, gut, wir können auch mal hier lang. Ja, wollte ich auch gerade sagen. Boah, wie ist denn der? Was hat der auf sich drauf? Oh, hi. Ach komm schon, was ist da los? Na ja, okay, raus komme ich jetzt nicht mehr. Großer roter Pfeil, der nach da zeigt. Notiz von Luis. Ada, ich hoffe, du liest das und niemand anderes. Ich gehe in die Minen, um Leon zu suchen. Ramon hat in einer seiner Lautsprecher durchsagen, was davon Gefahr hält, dass ihn da unten der Tod erwartet. Was auch immer das bedeuten soll. Du kommst über die Wasserstraße hin. Der ganze Bereich ist ziemlich gefährlich und verwinkelt, aber ich werde ein paar Markierungen für dich hinterlassen. Hat er anscheinend auch einen Stift dabei, oder? Was ist das? Okay, das sieht ziemlich krank aus. Ja, this way. Danke, Luis. Okay, bevor wir uns aber dort runterwagen, würde ich sagen, machen wir im nächsten Part mal dabei. Resident Evil 4 Remake, Separate Ways und bis dann und ciao.